Ich habe mir einen Adventkalender beim IKEA gegönnt. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe euch auf Instagram eine Fragebox dagelassen, weil ich mir gedacht habe, wir starten wieder mal eine kleine Fragerunde zu allen Themen, die euch interessieren. Und es sind einige Fragen eingetrödelt. Deshalb werde ich da jetzt gar nicht länger herumquatschen und versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und auch zu versuchen, dass ich nicht immer extrem ausschweife, sondern einfach die Frage beantworte, die mir gestellt worden ist. Also die erste Frage ist, wie viele Kalorien verbrennst du circa pro Training? Das kann ich absolut gar nicht sagen, weil ich das nicht weiß. Ich track das nicht. Ich habe eine Zeit lang oder über, glaube ich, 4 Jahre oder so meine Apple Watch beim Trainieren oben gehabt. Die misst zwar den Kalorienverbrauch, aber in meinen Augen ist das sowieso eine nichtige Zahl, weil so Smartwatches, Apple Watch und solcher Sachen, das glaube ich sowieso nie so akkurat bemessen können, als dass das irgendwie aussagekräftig ist. Zudem bin ich auch der Meinung, dass der Kalorienverbrauch in einer Trainingseinheit eine sehr unrelevante Metrik ist, weil die es am Ende vom Tag keinen Aufschluss darüber gibt, ob das Training effizient war oder nicht. Deshalb kann ich das leider überhaupt nicht sagen, wie viel Kalorien ich bei einer Trainingseinheit verbrauche. Ich kann sagen, dass ich ungefähr meistens immer 1 Stunde trainiere, 1 Stunde 15, je nachdem, wie lange ich mich aufwärme oder ob ich danach noch ein bisschen eine Cooldown-Einheit mache. Ich weiß das aber nicht, wie viel Kalorien ich in einer Einheit verbrenne, und es ist mir auch komplett egal, weil das nicht wichtig ist für mich. Wie schaffe ich es, mich trotz Schule, Arbeit und viel Sitzen zum Sport zu motivieren? Sehr gute Frage. Ich glaube, da geht es ganz vielen da draußen ähnlich oder gleich, weil am Ende vom Tag ist die Gesellschaft heute so, dass wir ziemlich viel sitzen, ziemlich viel Computerarbeit verrichten. Und das ist aber in meinen Augen der Nummer 1 Motivator dafür, dass ich mich überhaupt bewege. Wenn ich tagsüber eh schon so viel sitze oder so konzentriert vor dem Computer sitze, dann merke ich regelrecht, wie mein Körper Bewegung benötigt. Ich finde, es macht da einen Unterschied, und da muss man sehr in sich selber reinhören, ob man am Ende eines Arbeitstags wirklich einfach körperlich zu fertig ist, dass man nicht noch trainieren könnte, oder einfach geistig so ausgelaugt und aber trotzdem ein Training helfen könnte. Meine größte Motivation für mich ist einfach meine Routine, dass ich meine Routine aufrechterhalte und einfach das Wissen, dass man nach der Bewegung so viel besser gehen wird, dass ich viel besser schlafen werde, dass ich generell entspannter bin und für den nächsten Tag wieder mehr bereit, dass ich da wieder Leistung erbringe. Und am Ende vom Tag macht es nicht die Motivation aus, sondern einfach der Wille und die Konsequenz. Also verlasst euch nie auf eure Motivation, weil die wird kommen und gehen. In solchen Situationen einfach auf euren Körper hören und merken, okay, brauche ich jetzt noch Bewegung oder habe ich heute schon genug körperlich geleistet? Und seid so ehrlich mit euch. Bist du schon einmal mit Periodenverlust in Berührung gekommen, selber oder eine Freundin etc.? Ich persönlich hat es Gott sei Dank noch nie betroffen. Ich muss aber dazu auch sagen, dass ich weiß, dass mein Körper, wenn er relativ wenig Körperfett hat, einfach nicht mehr effizient arbeiten kann. Ich merke das aber an anderen Sachen, Gott sei Dank nicht am Periodenverlust, bis jetzt noch nicht, und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird. Im engen Umkreis habe ich das schon ein paar Mal mitbekommen. Da glaube ich, ist es aber nicht auf sportliche Ertüchtigung zurückgegangen, sondern einfach auf unterernährt sein. Und ihr müsst euch das so vorstellen, gerade ein weiblicher Körper muss so extrem viel leisten, einfach auch hormonell und damit diese ganzen Prozesse möglich sind. Am Ende vom Tag, wenn wir uns selber nicht ausreichend nähren mit genug Nährstoffe, mit den richtigen Nährstoffen, mit bioverfügbaren Nährstoffen, dann geht der Körper zurück auf ein absolutes Minimum, um sich selbst zu erhalten. Und da hat er nichts weniger im Sinn, wie sich fortzupflanzen. Und deshalb stellt er da auch alle Fortpflanzungsmechanismen ein und deshalb verliert man dann auch die Periode. Wie hast du angefangen im Fitnessstudio? Hat dir da alles wer gelernt? Ich habe angefangen mit Homeworkouts. Ich habe übrigens dazu schon mal ein Video gemacht. Also falls euch meine Trainingsstory interessiert, kann ich euch die da gerne irgendwo verlinken. Ich habe angefangen ganz klassisch mit Homeworkouts. Ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken, dass ich schon... Habe mich dann irgendwann im Fitnessstudio angemeldet, wollte aber eigentlich nur mehr Platz haben für so Zirkeltrainingseinheiten. Und irgendwann, das war glaube ich kurz vor dem ersten Lockdown, habe ich meine Trainingsroutine satt gehabt. Also ich bin an einem Punkt gewesen, wo ich einfach
wo ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt was Neues, weil ich schöpfe keine richtige Freude mehr draus. Ich bin einfach nur mehr durch die Bewegungen gegangen und habe nicht mehr diesen Mehrwert gehabt, den ich immer aus Sport ziehe. Deshalb habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwas Neues probieren und habe dann in den Gewichtbereich gewechselt. Und da war ganz viel, wenn nicht das meiste, Trial and Error. Also ich habe einfach probiert und geschaut, ob das jetzt so richtig war oder ob das nicht richtig war. Also ich habe an mir selber ganz viel herumprobiert. Natürlich mit Sachen, die man im Internet findet. Und was ich auch getan habe, ist einfach Personen fragen, die Ahnung haben, in meinen Augen. Oder da, wo ich das Gefühl habe, die könnten mir helfen. Also das ist ein Riesentipp von mir. Einfach im Fitnessstudio, wenn man Personen sieht, die trainieren, die gut trainieren, sie nicht fürchten und einfach hingehen und fragen, hey, kannst du mir das zeigen? Hey, wie geht das? Die meisten werden euch da super gerne helfen und sich auch darüber freuen, dass man deren Expertise benötigt. Und so habe ich das eigentlich gemacht. Ich habe mir dann selber ziemlich viele Bücher gekauft und mir einfach eingelesen. Wie gesagt, immer wieder mit Personen gesprochen und bei Personen nachgefragt, wo ich der Meinung bin, die könnten mir helfen. Und sonst habe ich mir das alles selber erlernt durch Probieren und Anpassen. Hast du Tipps für so viel Lebensfreude? Finde dich super inspirierend. Erstens einmal vielen lieben Dank. Das freut mich so extrem, sowas zu hören. Ich glaube, mein größter Tipp ist, ich glaube, ich habe nicht wirklich einen Tipp, aber eine Erkenntnis, die ich für mich selber gefunden habe. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin für alles, was mein Leben betrifft, selber verantwortlich. Natürlich, gewisse Sachen kann man nicht beeinflussen, aber diese Sachen, die man nicht beeinflussen kann, einfach akzeptieren zu lernen und für den Rest, den man einfach selber in der Hand hat, zu 100% Verantwortung übernehmen. Das ist was, was einem selber gewisse Kraft gibt und das Selbstvertrauen in sich selber. Ich finde, dadurch kommt automatisch auch ein bisschen Lebensfreude, weil man merkt, okay, mir passiert nicht einfach Zeug und ich bin kein Opfer von irgendwas und andere können nichts für meine Befindlichkeiten und einfach selber für das alles Verantwortung zu übernehmen, ist ein Riesenfaktor, dass man auch seine eigene Lebensfreude in der Hand hat. Und das ist nicht wirklich ein Tipp, aber das ist eine Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren gemacht habe oder bekommen habe und das hat mir sehr dabei geholfen. Gleich anknüpfend an diese Frage, was sehr passt thematisch, bist du wirklich glücklich oder nur auf Social Media? Das, finde ich, ist eine sehr spannende und interessante Frage, weil ich einfach der Meinung bin, dass man das, was man auf Social Media sieht, nicht die Wahrheit ist, im Sinn von, man sieht einfach nicht alle Seiten. Ich meine damit nicht einmal, dass man unbedingt lügen muss oder etwas vorgaukeln muss, aber man sieht halt einfach nie alle Seiten. Und ich finde, dessen muss man sich immer bewusst sein. Ich für mich kann zum Beispiel sagen, ich bin nicht immer glücklich. Ich habe genauso meine Ups und Downs und ich bin feinzig, traurig, angefressen. Ich habe alle die Emotionen, die jeder andere auch hat. Nur ich mag das für mich einfach nicht plakativ auf Social Media haben. Wenn ich solche Emotionen empfinde, dann habe ich automatisch nicht das Bedürfnis, dass ich in eine App gehe und Sachen teile. Weder, dass ich dann so tue, als ob ich positiv gerade wäre oder als ob ich gerade glücklich wäre, noch habe ich das Bedürfnis, dass ich jedem da draußen sage, wie traurig ich gerade bin oder wie schlecht das mir gerade geht. Am Ende vom Tag sind das Emotionen, durch die jeder gehen muss und ich finde, dass das gesund ist, dass man durch alle Emotionen geht und sie nicht krampfhaft ein Glücklichsein aufzwingt, weil das an und für sich eine nicht gesunde Lebenseinstellung ist in meinen Augen. Zu diesem Spektrum der Emotionen gehört einfach alles und ich finde, man muss lernen, mit allem umzugehen. Deshalb, ich bin absolut nicht immer glücklich. Ich gehe nur nicht auf Social Media, wenn es mir nicht gut geht. Kann man natürlich auch wieder auslegen, ob das gut oder schlecht ist, weil dann vielleicht manche wieder sagen, ob dann vermittle ich ja bewusst nur ein positives Bild. Be it. Am Ende vom Tag mache ich das alles da auch für mich, weil es mir Spaß macht. Aber ich bin auch der Meinung, dass am Ende vom Tag man selber einen Umgang mit Social Media lernen muss, irgendwo, und man dort selbst verantwortlich dafür ist, dass man checkt, okay, die Person teilt zwar nur positive Sachen, aber bei der wird es auch nicht immer rundlaufen. Andere Personen sind nicht für andere Personen da, damit es ihnen alles auf dem Silber
Tablett servieren, wie das Leben funktioniert. Deshalb, ich gehe einfach nicht auf Social Media oder ähnliche Plattformen, wo ich mich scheiße fühle, weil ich da einfach mich in meinem Sud wälzen muss, bis ich mir dann irgendwann denke, Dani, es reicht jetzt wieder und dann geht's wieder los. Brauch kurz einen Sip. Wie alt bist du? Noch 24, am Samstag, den 12.11. werde ich 25. Ist ein Pump effektiv, um Muskeln aufzubauen? Nein. Ein Pump ist nichts anderes wie ein durchbluteter Muskel. Ein Pump ist einfach das Gefühl, wenn durch ein Training eine erhöhte Blutzufuhr stattfindet und sich der Muskel dann sehr prall und voluminös anfühlt. Das ist für die meisten ein sehr angenehmes Gefühl, korreliert aber an sich nicht mit dem Muskelwachstum. Man kann das Ganze eher unter Bro-Science verbuchen. Also einen Pump zu chasen beim Training ist fürs Gefühl vielleicht ziemlich cool und weil es natürlich auch gut ausschaut, wenn so ein Muskel völlig durchblutet ist und dann so prall und voluminös aussieht. Man sollte den aber nie als Indikator für Muskelwachstum heranziehen, weil nur weil man keinen Pump hat oder dieses Pump-Gefühl nicht hat, heißt das nicht, dass der Trainingsreiz weniger sinnvoll war. Gleiches gilt umgekehrt. So, da, noch ein paar Fragen. Wie sieht für dich ausgewogene Sporternährung aus? Für mich ist ausgewogene Sporternährung im Spezifischen einfach ausreichend Essen auf den Sport bezogen. Je nach Sport variiert es natürlich, jede Sportart braucht eine andere Art von Ernährung und ich kann da absolut keine pauschalisierenden Aussagen treffen. Für mich ist ausgewogene Sportnahrung einfach, dass ich genug esse, dass ich merke, dass ich im Training vorankomme, dass ich auf ausreichend Eiweißquellen achte, vor allem tierische Eiweißquellen und ganz generell eine so groß wie mögliche Palette abdecke an Nährstoffen, die mein Körper verwerten kann, Nahrungsmittel, die ich vertrage, genügend Eiweiß und generell ausreichend essen. Nie zu wenig essen. Welchen Sport würdest du super gerne mal ausprobieren? Ich glaub an sich bin ich da sehr experimentierfreudig. Also ich sehe so oft Sportarten, wo ich mir denke, boah, das schaut richtig cool aus, ich würde das einmal probieren. Ich habe vor 3 oder 4 Wochen Golf ausprobiert zum ersten Mal. Das war so viel schwieriger, wie ich mir erwartet hätte, dass es ist. Und ich glaube, ich würde irgendeine Art von Kampfsport ausprobieren wollen. Ja, das glaube ich, wäre ziemlich nice. Weil das ganz viel Technik ist, ganz viel Reaktionsfähigkeit und ich glaube, das wäre was, was mich zusätzlich zu meiner Trainingsroutine noch sehr interessieren und reizen würde. Wie pflegst du deine mentale Gesundheit? Ich glaube, am meisten pflege ich es, indem ich mich hin und wieder einfach bewusst hinsetze und in mich hineinspüre, wie es mir gerade geht. Wenn ich merke, mich stresst gerade irgendwas, dass ich mich wirklich bewusst hinsetze und versuche zu verstehen, warum ich gerade gestresst bin oder was mich gerade stresst. Und vor allem, was für meine mentale Gesundheit oder für mein mentales Wohlbefinden enorm wichtig ist, ist, mich nicht zu vergleichen. Ich glaube, an diesem Punkt war jeder und jede irgendwann einmal, dass man Sachen sieht, vor allem auch mit Social Media, und man sich dann unweigerlich mit diesen Personen vergleicht. Ich bin auch der Meinung, dass man sich vorrangig mit Personen vergleicht, die einem irgendwo ähnlich sind oder die irgendwas verkörpern, was man selber als extrem ansprechend empfindet. Und gerade solche Sachen, wenn ich das bei mir merke, da ist mir sehr wichtig, dass ich dann zurückrudert und mich mehr auf das konzentriere, wer ich eigentlich bin und wer ich eigentlich sein will. Und dem Ganzen dann die Energie zu geben und die Aufmerksamkeit macht es dann viel, viel einfacher, wie sie immer denken, ah, ich darf mich nicht vergleichen oder man soll sie nicht vergleichen, sondern das einfach wegnehmen hin zu, wer bin ich eigentlich? Was will ich für einen Teil in diese Welt beitragen? Was sind meine Werte? Wie sehe ich die Welt? Wie will ich andere Personen behandeln? Also ihr versteht's, was ich meine. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen für mich. Und als abschließende Frage, weil das sonst wirklich zu lang wird, wie würdest du dir Weihnachten gestalten, wenn du ganz alleine sein müsstest? An und für sich finde ich die Vorweihnachtszeit so viel schöner als Weihnachten an sich, weil ich einfach finde, das Ganze, wenn Dezember beginnt oder wenn der November endet und alles so
cozy wird und gemütlich und man hat so viel Kerzen und Tee und drinnen ist es warm und draußen ist es kalt und der Schnee kommt ein bisschen und wenn der Schnee nicht kommt, dann ist es halt draußen trotzdem irgendwie ein bisschen so. Und das in Kombination mit Weihnachtsmärkte oder, was für mich der ultimative Kick-Off für diese Weihnachtsstimmung ist, sind Einkaufszentren tatsächlich, die weihnachtlich dekoriert sind, wo man dann so ein bisschen Weihnachtsmusik, Weihnachtsshop-Musik im Hintergrund hört und jeder so seine Weihnachtseinkäufe macht. Ich weiß nicht warum, aber das ist für mich so ultimativ Weihnachtsstimmung. Und ich zelebriere die Vorweihnachtszeit immer viel, viel mehr als Weihnachten an sich. Deshalb würde ich vermutlich, wenn ich wissen würde, dass ich an Weihnachten allein sein würde, die komplette Freude erst recht auf die Vorweihnachtszeit austeilen und verteilen. Und an Weihnachten selber, glaube ich, würde ich einfach mit meinen Liebsten telefonieren und die anrufen. Dann würde ich mal so ein Zweier-Raclette, Hobby nämlich, ist ziemlich cool, hinstellen und mir selber also ein richtig schönes Dinner reinziehen und ein Glas Wein dazu trinken und dann noch einen Weihnachtsfilm ansehen und dann schlafen gehen. Das würde ich, glaube ich, machen. Und das einfach zu zelebrieren, dass Sachen alleine auch echt cool sein können und man natürlich nicht immer alleine ist und man hat das ganze Schöne eh schon vorher gehabt und ich würde Kekse essen, ganz, ganz viele Kekse. Das würde ich machen. Also vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, dass ich wirklich durch die Beißen durchgekommen bin. Viele Fragen waren ähnlich und haben sie gedeckt. Zum Abschluss würde jetzt ich von euch gerne noch wissen, was ihr macht für eure mentale Gesundheit. Also lasst in den Kommentaren da, wie ihr auf euch selber schaut, was euch dabei hilft, auf euch selber zu schauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf die Vorweihnachtszeit und auf vorweihnachtliche Videos. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!